Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge haben wir ja quasi mit dem ersten Bereich, mit dem Indrik vom Zauberweben angefangen. Und wir sollten uns in der heutigen Folge in Auridon mit der Krähe treffen. Und da begeben wir uns jetzt erstmal hin. Irgendwo hier ist, ich glaube, die Fürstin war's. Moment, hier. Sprecht mit der Krähe. Hier begann die fabelhafte Hetzjagd. Krähe? Da. Ah, welch ein Flug. Ich wollte schon fast nicht mehr landen. Aber kommen wir zur Sache. Die Erleuchteten sind Wesen großer Macht. Jedes hat eine Domäne, die es seinen Vorstellungen angepasst hat. Jede Domäne hat eine Tür. Und jede Tür hat selbstverständlich einen Schlüssel. Wo kann ich diesen Schlüssel finden? Wie ich in der Bibliothek erwähnte, solltet ihr euch von der Fabel führen lassen. Wir sind hier, bei der Fürstin. Beim ersten kommentierten Ort der Fabel. Blickt, wie bereits in der Skola, durch die Wahrsichtlinse, während ihr in einem Fokuspunkt steht. Wonach suche ich? Magische Schutzzauber, die der Indrik schuf. Drei dieser Schutzzauber verbergen ein Fragment seines Schlüssels. Sobald ihr diese Schutzzauber sichtbar gemacht habt, könnt ihr sie aus der Ferne bannen. Beseitigt sie alle, dann seht ihr das Schlüsselfragment. Keine Sorge, ich werde euch bei der Suche helfen. Nur ein Fragment des Schlüssels? Wenn die Erleuchteten eines gemeinsam haben, dann ihr Gefallen an einer gemeisterten Herausforderung. Ja, ihr müsst drei Schlüsselfragmente sammeln, um die Tür des Indrik zu öffnen. Fangen wir an. Und denkt daran, wenn ihr eure Sicht verliert, stehen stets weitere Fokuspunkte zur Verfügung. Gut, ich werde die Linse einsetzen und die Schutzzauber des Indrik finden. Blickt durch die Linse, offenbart die Schutzzauber und holt euch das Schlüsselfragment. Dies mag aussehen wie ein kleiner Schritt, aber euch erwartet ein unglaublicher Weg. Gibt es für alle Erleuchteten solche Fabeln? Das ist doch die Frage aus dem Verlies. In der Tat. Ulfshild hat auf der Suche nach diesen Geschichten hundert. Sich ihm verbunden. Er war der erste der Erleuchteten, der sich mit der Erzmagierin verbündet hatte. Und auch der erste, der okay, das hier haben wir auch schon. Warum sind die Schlüssel der Erleuchteten auf diese Weise versteckt? Ich bin mir nicht sicher, ob ich eine einfache Antwort auf diese Frage habe. Vielleicht können die Erleuchteten ja ihre Sichtweise mit euch teilen. Wenn ich raten müsste, wenn ihr die Magie so seht wie sie, dann könnte euch dies die Freude an der Gesellschaft sterblicher Magier verderben. Also sind sie von Büchern genervt? Das klang kränkender, als ich beabsichtigte. Seht es so. Der durchschnittliche Erzmagier ist verglichen mit den Erleuchteten nur ein Neophyt. Ich glaube, diese versteckten Schlüssel sollen, nennen wir es, unbedachte Fragen abschrecken. Ich bin mir nicht sicher, was die Erleuchteten mit der Schriftrolle oder dem Altar zu suchen haben. Nee, das ist doch wieder das Alte, oder? Neigt den Kopf und betrachtet den Altar. Bevor die Türen versiegelt wurden, schenkten Indrik, ganz einfach, gar nicht. Ulfshild unterzog sich Prüfungen, um sich als Wirt. Ja, das ist alles das Alte. Das werde ich jetzt nicht nochmal durchlesen. So, hebt die ersten auf. Fokuspunkt. Die Linie zeigt euch Magie, wie Ulfshild sie sah. Einen Schatten dessen, was die Erleuchteten sehen. Und jetzt findet die Schutzzauber. Ja, aber sie meinte, man kann die von weiter weg. Ach so. Eure Sicht ist verblasst. Okay. Findet einen weiteren Fokuspunkt. Von jedem aus könnt ihr einen Schutzzauber sehen. Ja, sag mir doch, dass ich nicht so lange Zeit habe. Eure Sicht verblasst einmal mehr. Oh, dein Ernst? Findet einen weiteren Fokuspunkt. Blickt durch die Linse und zerstört die Schutzzauber, um das Schlüsselfragment zu finden. Also anscheinend ist das tatsächlich nach jedem Punkt, wird das direkt wieder ausgeschaltet mit der Sicht. Die Schutzzauber sind beseitigt und das Fragment ist offenbart.
erste Schlüsselfragment ist euer. Gut gemacht. Ja, das war jetzt wirklich nicht besonders lange. Sie meinte ja, das hört sich nicht so lange an, aber es ist schon lange... wo ist sie jetzt hin? Krähe? Hallo? Jetzt hockt die nicht da hinten. Oh. Wo bist du denn jetzt hier hingekommen? Eure ersten Schritte im Bereich der Schriftlehre sind vielversprechend. Aber nun muss ich mich verabschieden und in die Schola zurückkehren. Ich nehme an, dass Ulfsild möchte, dass ihre Nachfolgerin diesen Weg allein geht. Nun gut, jetzt muss ich nur noch die beiden anderen Schlüsselfragmente finden, ja? Nutzt einmal mehr die Fabel, um euren Weg zu finden. Beseitigt die Schutzzauber. Dann solltet ihr die Tür öffnen können, sobald ihr den Schlüssel habt. Und dann tretet ihr dem erleuchteten Indrik gegenüber. Was geschieht dann? Vermutlich wird er euch auffordern, euch als seiner Macht würdig zu erweisen. Ich habe bei euch ein gutes Gefühl, Eindringling. Altarzerstörerin. Ich glaube an euch. Möge Magnus euch auf euren Wegen leiten. Ich warte in der Schola auf euch. Also Eindringling hört sich so feindlich an, ja? Und Altarzerstörerin hat überhaupt nichts mit mir zu tun, weil das hat diese Ritterin da, ich habe jetzt den Namen vergessen gemacht, nicht ich, ja? Wir sehen uns dort. Denkt daran, dass ihr stets in der Fabel des Indrik in eurem Beutel nachlesen könnt. Ulfsilds Anmerkungen leiten euch auf eurem Weg. Findet die Schutzzauber und beschafft die Fragmente. Dann werdet ihr bald schon vor dem ersten Erleuchteten der Magie stehen. Ja, wir können sie jetzt nochmal drauf ansprechen. Könnt ihr mir noch einmal sagen, wo die anderen Schlüsselfragmente hier auf Auridon sind? Aber bedenkt, dass ich bei eurer Suche nach den anderen Erleuchteten nicht an eurer Seite sein werde. Die nächsten Schutzzauber liegen in den Ruinen von Ondil. Der dritte Satz befindet sich auf der östlichen Insel Buranin. Das geht aus Ulfsilds Anmerkungen hervor. Ach, ich glaube, ich weiß, welche Insel das ist. Ich glaube, das ist die, wo wir mit der Kriegergilde drin gewesen sind. Und die Tür zur Domäne des Indrik? Auf einer Insel vor der Südwestküste von Auridon, auf einer Anhöhe, auf der heute das Leuchtfeuer eines Leuchtturms steht. Ihr werdet den Ort finden, Eindringling. Genau wie Ulfsild vor so vielen Jahren. Ja. Frage ist das direkt schon mal markiert oder müssen wir erst öffnen? Ne, hier steht schon drin, Ondil ist markiert. Dann ist das vermutlich hier der Leuchtturm, oder? Weil der zeigt ja immer nur das Nächste an, diesen nächsten Schritt, so wie ich das mitbekomme. Weil theoretischerweise müsste das hier nämlich das Zweite sein. Egal, wir gehen jetzt erstmal nach Ondil und dann sehen wir uns gleich in dem Verlies wieder. Bis gleich. So, findet die zweiten Schutzzauber des Indrix. Jetzt bleibe ich hier auch noch an der Wurzel hängen. Das heißt, die sind jetzt hier in der Haupthalle. Hervorragend. Die Schutzzauber sind ganz in der Nähe. Such das Schlüsselfragment. Beschreitet den Pfad. Okay, den da oben kann ich irgendwie nicht nutzen. Keine Ahnung warum. Okay, den kann ich nicht. Aber, achso, doch hier oben. Aber der da oben ist immer noch da. Wieso konnte ich den gerade nicht nehmen? Das kann ich nehmen. Ach, das ist Funke, Mann. Funke, warum stehst du denn hier im Weg rum? Na, na, na? Dann mach's auch. Ich hab doch nicht so viel Zeit. So. Hier ist das Fragment. So, dann die Frage. Ach so, das ist hier, nicht da oben. Naja, gut, okay. Aber
War auf jeden Fall... Ach ja, klar, das ist ja hier direkt in der Nähe gewesen. Dann laufe ich mal raus und werde mich mal hier vorne zu dem Ort begeben. Bis gleich. Sammelt eure Federn. Das letzte Fragment liegt in diesen Ruinen. Ja, und das bestätigt mir, also das und dass es hier markiert ist, bestätigt mir, dass das die Insel war, die ich meinte. So, jetzt muss ich nur mal gucken. Seitdem wir hier nicht mehr drin waren, sind hier nämlich überall Gegner, soweit ich weiß. Aber die sind scheinbar jetzt gar nicht mehr da. Okay. Okay, Numero Uno. Bin ich doof? Hallo? Ach da. Du. Finden wir auch den letzten noch. Dress. Okay, super. Fragment. Ach, kann auch sein, dass der Typ, der hier rumgelaufen ist, dass der die ganzen Leute schon gekillt hat hier, diese Kobolde. Enthüllt die Indrik-Tür. Das ist, ja, ich hab's doch geahnt, dass hier unten, achso, nee, ich hatte hier drauf gezeigt, glaube ich. Ich meinte aber den Ort eigentlich hier unten. Ach genau, da ist auch der Leuchtturm, Südfeuer. Ha! Ja, wunderbar. Dann porte ich mal eben zurück, dass ich dann hier mal eben rüberporten kann. Und dann sehen wir uns gleich hier an der Indrik-Tür wieder. Bis gleich. Und hier inmitten ihr seid von den richtigen Weg geflogen. Die Gegner. Tür des erleuchteten Indrik ist nah. Findet einen Pfad nach ganz oben. Ja. Und unternehmt den nächsten Schritt auf eurer Reise. Nach ganz oben. Achso, hier geht's hoch. Okay. Das kannte ich jetzt bisher noch nicht, muss ich gestehen. Oh, hier sind auch wieder Leute. Hallo? Stimmt, ich bin die Zeichen immer noch am Suchen, aber ich muss ja die Tür öffnen. So sieht also die Indrik-Tür aus. So, so. Oh, Hallöchen. Es ist viele Jahre her, dass eine Sterbliche mein Reich betreten hat. Und da steht ihr nun, der ihr in Ulfsils Fußstapfen folgt. Willkommen in meiner Domäne, Abenteurerin, Trägerin meiner Fabel. Ich spüre die Macht der Skola in euch. Eure tintenbefleckten Hände haben die Magie des Altars berührt. Ich spürte auch, als Ulfsils Essenz aus diesem Reich wich. Hofft ihr, nach all diesen Jahren ihre Nachfolgerin zu werden? Vielleicht. Das ist noch alles neu für mich. Ich spüre Potenzial. Ihr giert nach Macht, genau wie Ulfsild. Als sie mich vor all diesen Jahren aufsuchte. Ich werde euch dieselben Fragen stellen, die ich auch ihr gestellt habe. Habt ihr diese Macht verdient? Die Macht, Grimoires zu bearbeiten? Magie umzuschreiben? Nein. Hochinteressant. Ich biete euch die Macht zu lindern oder zu läutern, mit Feuer zu schlagen oder mit Eis zu gefrieren. Ihr lehnt eine solche Gabe ab? Nein. Wir werden sehen. Zuerst muss meine Tür erneut geöffnet werden. Legt die Fabel, die ihr bei euch tragt, auf das Podest. Wie wird dadurch die Tür geöffnet? Eine Geschichte ist nie nur eine Geschichte. Sie hat die Macht zu verändern. Von innen heraus und von außen. Die Fabel des Indrik ist eine symbolische Verbindung, ein Versprechen von mir an euch. Platziert das Buch und öffnet den Weg.
Dann lege ich die Fabel auf das Podest. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Ich dachte, der fragt mich jetzt, seid ihr es würdig, diese Macht zu erhalten? Und ich sage dann, nein, ich bin es eigentlich nicht würdig. Wobei würdig hat er, glaube ich, nicht gesagt. Um zu beweisen, dass ich würdig bin. Wie schön, die Tinte der Skola wieder in der Luft schmecken zu dürfen. Das geht weiter, oder? Macht kann vieles bedeuten. Ihre Bedeutung kann sich mit jedem neuen Tag ändern. Mit jedem Wechsel der Jahreszeiten. Ulfsild lernte diese harte Lektion, als die Skola verschwand. Wenn ich euch unterweisen soll, wie ich sie unterwiesen habe, dann muss ich wissen, was euch Macht bedeutet. Wie wollt ihr das bewerkstelligen? Eine Schriftrolle in der Nähe beschreibt einige Herausforderungen. Ausdrücke von Macht. Einige subtil, andere weniger. Wählt zwei davon aus und erfüllt sie, damit ich weiß, was Macht euch bedeutet. Ist es wichtig, welche Aufgaben ich erfülle? Ihr kennt mich noch nicht, aber ich bin kein Zuchtmeister. Macht, die gegen den eigenen Willen ausgeübt wird, ist keine Macht. Stellt euch nur den Herausforderungen, die euch ansprechen. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr fertig seid. Dann werden wir unseren nächsten Schritt gemeinsam tun. Also ich hoffe jetzt wirklich, dass das jetzt nicht darauf abzielt, wobei sowas gab es ja noch nie bei Teso. Allerdings gab es auch sowas wie das Zauberweben hier, wie die Leute es nennen, noch nicht. Dass es nicht darauf abzielt, dass ich mir jetzt die leichten Herausforderungen zum Beispiel aussuche und dann später weniger Schaden zu machen. Das wäre natürlich doof. Ich werde zurückkehren, sobald die Herausforderungen bestanden sind. Wisset, dass ich euch diese Aufgabe nicht grundlos stelle. Ich weiß, was ich tue. In der Zwischenzeit habt ihr gewiss viele Fragen. Die haben Sterbliche immer. Ich habe in der Tat Fragen an euch. Alles andere würde mich enttäuschen. Die Schriftlehre ist eine esoterische Kunst, die das Innerste der Magie durch das Mitwirken von Erleuchteten in sterbliche Hände legt. Es gibt so vieles, das ihr nicht versteht. Noch nicht. Warum erlegt ihr mir gerade diese Herausforderungen auf? Es geht darum, die Bedeutung von Macht zu bedenken. Jedes Lebewesen glaubt, dass es sie versteht. Aber die entscheidende Frage ist nicht, wie man an Macht kommt oder an welche Macht man kommt. Wie sollte man Macht einsetzen? Das ist es, was mich antreibt. Und diese Herausforderungen haben alle mit Macht zu tun? Gladiatoren in einem Ring. Die rastlosen Toten. Ein dädrischer Vorstoß. Herrscher, die in den Tiefen regieren. Sie alle haben die Macht zu zerstören, zu kontrollieren. Ich ermutige euch, diese Macht persönlich zu erleben. Und dann überlegt, wie ihr selbst sie einsetzen würdet. Könntet ihr mir mehr über Schriftlehre erzählen? Was sie euch bedeutet? Der Akt der Schriftlehre ist eigentlich sehr einfach. Ihr konzentriert euren Willen. Bringt Tinte zu Pergament und schreibt eure Seele auf die Seite. Ihr verändert die Magie und die Magie verändert euch. Konzentriert eure Absicht, dann wird Feuer zu Frost, Gift zu Blitz. Wenn das so einfach ist, warum ist die Schriftlehre dann eine verlorene Kunst? Das war Ulfsilds Entscheidung. Sie sprach mit anderen Gelehrten ihrer Zeit. Mit ihrem Gemahl, ihren Freunden. Aber die Schriftlehre war ein Weg, den sie allein ging. Es war eine Entscheidung, die sie am Ende wohl bereute. Was genau seid ihr? Was sind die Erleuchteten? Wenn Magie ein Fluss ist, sind wir Wirbel in der Strömung. Wir beherrschen den Fluss nicht. Wir sind ein Teil von ihm. Der Fluss ist wir. Wir sind der Fluss. Jeder von uns erwachte auf seine eigene Weise zu seiner Zeit, an seinem Ort. Ich glaube, dass ich der Älteste bin, der seine Gestalt wählte. Ihr habt euch eure Gestalt gewählt. Warum seid ihr ein Indrik?
Warum seid ihr, wie ihr seid? Warum habt ihr weiche Haut und zwei Augen? Warum geht ihr auf zwei Beinen? Ihr seid, was zu sein ihr geboren wurdet. Und bei mir ist es ebenso. Ich konnte meine Gestalt wählen, aber es gibt keine andere Gestalt, die ich hätte sein können. Wo sind wir? Meine Taschendomäne, die ich formte und wahr werden ließ, wie ich auch meine Gestalt wählte. Ich empfinde sie als angenehme Zuflucht vor dem Rest der Welt. Die Domänen der anderen Erleuchteten entstanden mit anderen Zielen. Jeder Erleuchtete hat also seine eigene Domäne, seinen eigenen Flügel wie diesen hier? In der Tat. Jeder von uns erschuf bei seiner Geburt eine Taschenebene. Keiner von uns könnte euch sagen, warum, wenn ihr das fragen wollt. Jeder von uns hat natürlich eine Meinung dazu. Aber auch das liegt offenbar in unserer Natur. Wie sieht eure Meinung aus? Ich glaube, wir sind alle sehr allein. Und Aetherius wollte in seiner Weisheit vermeiden, dass wir sowohl einsam sind, als auch herumziehen. Dieses Gefühl von Isolation versucht jeder von uns auf seine Weise zu bewältigen, wie dies auch Ulfsild tat. Natürlich. Ist dieser Ort ein Teil der Schola? Nur zum Teil. Der Schriftlehre, selbst in ihren frühesten Varianten, schien es vorherbestimmt, die Macht eines Erleuchteten zu verwenden. Es war Ulfsilds Idee, meine Domäne an die Schola zu binden, was wiederum zu großen Errungenschaften und diesen wunderschönen Türen führte. Eure Macht fließt durch die Tür in die Schola? Zu Ulfsilds Zeiten, ja, das tat sie. Die Kraft der Erleuchteten, kanalisiert ins Herz des Schriftlehreraltars, ermöglichte unglaubliche Taten. Und vielleicht wird sie es erneut tun, je nachdem, wie ihr euch schlagt. Warum sieht dieser Ort aus wie Summer's End? Das edle Tier, dessen Gestalt ich auserkor, passte perfekt zu diesen fallenden Blütenblättern und dem prächtigen Grün. Wenn ich einen Moment Ruhe brauche oder verirrte Gedanken aus meinem Geist verbannen möchte, bin ich dankbar, dass dies der Ort ist, den ich um mich herum geformt habe. Wie es allerdings mit dieser Sache weitergeht, das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.